Ich muss das nicht. Hallo zusammen! Heute erklären wir euch, warum wir so lange kein neues Video rausgebracht haben. Bist du nicht scheiße? Du bist scheiße. Wir sind nicht scheiße. Denn er ist schuld. Ich bin nicht schuld. Das werdet ihr noch schnell mal merken. Wir haben uns überlegt, wir tun viele Videos vorproduzieren und vormachen und tun. Und haben das eigentlich. Ich habe das für eine gute Idee gehalten, aber wir haben dann, wo wir die Filme davon schneiden wollten, wo wir auch gefunden haben, wo uns das schneiden und da wollten anfangen zu machen, mussten wir sehr schnell feststellen, dass wir das ganze Material nicht wirklich verwenden können. Wir haben Tonaufnahmen zum Teil fehlen oder haben einfach Tonaufnahmegeräte haben nicht funktioniert, sind nicht gelaufen. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, weil wir wollten alles korrekt machen. Magst du nichts erzählen? Ja, sehr erzählen. Ich kann erst Märli vom Rotkäppchen erzählen. Nein, das hast du heute schon mal erzählt. Wir haben auch vieles auf Hochdeutsch gemacht, weil wir eigentlich auf Hochdeutsch filmen wollten, damit wir auch die Schwaben erreichen. Suchen wir noch einen coolen Deutschen, der hier in der Schweiz lebt. Luzern. Umgebung, die Bock hat, mit uns ein bisschen Scheiße zu machen. Also ein bisschen cooles. Ganz fest Scheiße zu machen. Ich hoffe, dass in Zukunft die Videos schneller kommen und besser. Es ist nicht Fernsehen, es ist YouTube. Und das haben wir ein bisschen feststellen. Dass es nicht alles perfekt sein muss. Darum machen wir jetzt YouTube und kein Fernsehen mehr. Und vielleicht eben richtig. Jetzt, was machen wir? Den Skilift zeigen. So, ich und der Reto werden aus dem Roller heute einen Skilift bauen. Für das tun wir hier können wir fixieren. Wir werden die Front abschneiden, da hinten das Rad zerlegen und eine Führung machen, damit man kann sagen, dass mit Seil aufgezogen wird. Das heisst, der Reto kann den Firmen anstehen. Er wird am Skilift gezogen. Ich habe das Leitrad da vorne drauf. Kann hier anlaufen. So. Und dann kann ich hier Gas geben. Der Reto kommt dazu, kommt durch. Drückt dann auch noch die Seile los. Ich drücke die Bremse, er kommt wieder. Gewalt in alles.
So. Warte. Das braucht man noch. Okay. Da kommt der Sitz rein und der Sitz, den brauchen wir dann zum da sitzen. Hast du den Deckel weggenommen? Nein. Phil? Ja. Scheiße. Türdeckel, fachmännisch repariert. Fangst du. Das Ding kommt auch weg. So, das war's mit der Bremsleitung. Das stinkt doch immer so komisch. So. Wer ist das? Die Bremsleitung? Nee, das stinkt doch. Das stinkt so spezialisch! Ja. Komisch. Alle die Kabel, die müssen alle dranbleiben. Am Schluss läuft uns das Ding nicht mehr an. Darum habe ich dir gesagt, möglichst alles, alle Kabel so, dass sie funktionieren. Aber scheißegal, das sind erst vier. Lass mal da die Luft raus. Kommen die Dinger da ran. Irgendwie. Und wenn wir die angeschweißt haben, kann man da abflexen. Ne? Ich denke, dann steht das Ding auch irgendwie wieder ohne Ständer. Ohne Ständer.
So, Roger, was ist passiert? Was sieht man? Was kann man sagen? Das sehen wir dann, was da passiert ist. Was Reto geschlissen hat. Weißt du, was ist da noch? Die Schmier ist noch durchgefahren und hat uns begutachtet und ist dann hinten wieder durchgefahren. Irgendjemand hat angerufen. Ich sage, das ist privat gelandet und allem. Aber jemand hat ihn angerufen. Das sind richtig, sind nur wegen uns hinten gefahren. Das ist unfair! Das ist unfair! Fast unmöglich! Unkontrolliert. Ist ein bisschen etwas Neues. Was? Ja, da Speed holen so. Ja, ja. Und dann davor loslassen. Ja. Ist mir ein bisschen viel im Kopf. Ja, da muss schon vieles denken. Was ist das Zeitchen? Ah, ja. Danke. Wow, das hat man müssen hören. Eigentlich.